Guten Morgen, Leute. Ich sehe wie aus, als hätte ich wochenlang nicht geschlafen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Haut in letzter Zeit so ein bisschen schlechter geworden ist. Also so für meine Verhältnisse. Ich habe sonst immer sehr reine Haut, aber jetzt habe ich hier da zwei Pickel. Und die Stelle hier war gestern auch mega rot. Jetzt geht es wieder ein bisschen. Ich glaube, es liegt daran, dass ich in letzter Zeit so ein bisschen mehr Zucker esse als sonst. Also nicht, dass Zucker jetzt irgendwie the enemy ist oder so. Aber ich esse ja sonst wirklich kaum Zucker, ist mir mal aufgefallen. Dadurch, dass ich ja immer alles so mit Whey süße. Und durch die ganzen Weihnachtssüßigkeiten habe ich jetzt vermehrt wieder ein bisschen mehr Zucker gegessen. Ich glaube, mal daran liegt es. Also gerade auch nach London war es richtig schlimm. Also da war meine Haut echt nicht so. Und dort haben wir uns ja echt nicht gut ernährt. Aber da sieht man mal wieder, dass Ernährung an sich eigentlich voll viel ausmacht, was so Hautbild angeht. So, ich sehe wieder aus wie ein Mensch und ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal ein Frühstück. Obwohl es irgendwie erst 8 Uhr ist oder so und das ist normalerweise nicht meine Frühstückszeit. Aber mir knurrt einfach gerade so der Magen und es ist irgendwie schon die ganzen letzten Tage so, dass ich irgendwie so Hunger habe. Obwohl ich eigentlich so meine Portionen gegessen habe, die ich sonst so immer esse. Und das ist einfach so ein Zeichen von meinem Körper, dass ich halt mehr essen soll. Und darauf solltet ihr auch auf jeden Fall hören, falls euch das zufällig auch gerade so geht. Deswegen werde ich mir jetzt erstmal wieder mein Haferbrei machen. Heute ist übrigens Montag, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Und eigentlich hatte ich heute regulär ab um 10 Uni, also Buchführung, eine Vorlesung. Da gehe ich aber heute nicht hin. Also ich glaube, ich gehe da generell nicht hin. Weil irgendwie bringt mir die halt echt nicht so viel. Es war letztens sogar so, da saß ich im Hörsaal und irgendwo anders im Hörsaal saß eine Freundin von mir, also Marie, weil sie irgendwie später dazugekommen ist und deswegen hat sie mich nicht gefunden. Und sie hat mir dann halt irgendwie so halfway through dann so getextet, hey, irgendwie bringt es nichts, wollen wir in die Mensa gehen, ich habe Hunger. Und ja, da sind wir dann in die Mensa gegangen. Und ich sehe gerade, ich habe irgendwie die Erdnussbutter vergessen. Und ich muss sagen, ich finde es mal ein bisschen blöd, wenn Leute dann so sagen, ah, schwänzt du wieder Uni, nur weil man halt nicht zu einer Vorlesung geht. Also das ist ja nicht mehr wie in der Schule, dass du halt zu jedem Fach am Ende irgendwie erscheinen musst, sondern es ist halt, am Ende musst du selber wissen, wo du hingehst, was dir was bringt. Und wenn einem die Vorlesung zur Buchführung halt nichts bringt und man das aber gleichzeitig zu Hause nacharbeitet und sich vielleicht noch intensiver damit beschäftigt, da kann man das ja echt schlecht Unischwänzen nennen. Und wir haben jetzt auch eine Übung gefunden, die uns richtig gut gefallen hat. Die macht so ein angehender Lehrer, also der ist quasi der Tutor. Und vorher waren wir immer in einer anderen Übung von Buchführung, wo der Tutor einfach nur die Lösungen angesagt hat, was ja auch in dem Sinne gut war. Und er dachte bestimmt auch, der tut uns was Gutes, weil wir dann nach einer Stunde schon gehen konnten. Aber ich habe es halt dadurch überhaupt nicht verstanden. Also wir hatten in Buchführung dann so diese Bilanzierung mit den T-Konten, so falls ihr auch irgendwas in der Richtung studiert, wisst ihr bestimmt, was ich meine. Und wir saßen dann echt so in der Übung drin und waren so, boah, das ist ja echt gar nicht so schwierig, wenn es einmal jemand ordentlich erklärt. Ja, und so ist es ja auch mit allem. Also wenn ein Lehrer es nicht schafft oder ein Prof, meiner Meinung nach, wobei beim Prof ist noch ein bisschen was anderes, weil es ja an der Uni darum geht, sich so wissenschaftlich weiterzubilden und ja, das ist nicht die Aufgabe des Profs, dir das so, sag ich mal, kindgerecht nahezubringen. Aber wenn ein Tutor oder ein Lehrer das nicht schafft, dir das halt wirklich so aufs Kleinste runterzubrechen, so dass es halt wirklich jeder verstehen kann, dann ist es meiner Meinung nach kein guter Lehrer. Und wie gesagt, der wird auf jeden Fall mal ein guter Lehrer. Auf jeden Fall muss ich heute dann ab um 12 in die Uni bis 14 Uhr. Da schreiben wir nämlich eine Matheprobe-Klausur. Also quasi eine Testklausur, die nicht bewertet wird. So ein bisschen so ähnlich wie das Vorabi, bloß dass das Vorabi ja bewertet wird. Also man ist quasi einmal in der Prüfungssituation drin. Da wird drüber geschaut. Du weißt, was du am Ende für eine Note hättest, aber die Note geht nirgendwo ein, was ich echt ziemlich gut finde. Gerade bei Mathe. Bei Mathe ist ja so ein bisschen mein Struggle-Fach. Ich habe mich jetzt auch das Wochenende so ein kleines bisschen darauf vorbereitet, sodass ich schon mal ungefähr wirklich eine realistische Note habe, weil ich glaube auch, dass es mich mega unter Druck setzen würde, wenn ich jetzt nicht gelernt hätte und dann da vielleicht, weiß ich nicht, durchgefallen wäre oder eine 4-0 hätte oder so, dass mir das mega Druck gemacht hätte vor der richtigen Prüfung dann. Deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt eine gute Note wird. Nicht, weil die irgendwo eingeht, weil sie geht ja nirgendwo ein, sondern einfach, weil mir das, glaube ich, dann mega den Druck vor der richtigen Prüfung nimmt. So, ich habe mich jetzt einmal umgezogen und meinen Dutt nochmal ordentlich gemacht, weil ich jetzt noch mein Intro drehen muss für mein Video, meine Ordnergliederung, oder ich weiß noch nicht genau, wie ich das eigentlich nennen will. Ja, und ich dachte mir, ich zeige euch mal so ein kleines Behind the Scenes. Also, ich sitze hier aktuell noch mit meinen Schlafanzughosen und mit meinen Schuhen. Und da ist jetzt mal mein Ringlicht und dahinter ist das Stativ, wo dann die Kamera drauf kommt. Ich bin jetzt fertig mit dem Intro-Dreh, also das hat doch ungefähr nur so 10 Minuten gedauert und schneide das jetzt gerade noch so ein bisschen fertig, sodass ich das Video dann gleich hochladen kann.
Der beste Moment ist immer, wenn man den Filter drauflegen kann. Passt auf. Zack. In letzter Zeit arbeite ich übrigens wieder viel mit meinen Planaholic-Plänen. Die könnt ihr übrigens auch runterladen, indem ihr einfach auf den ersten Link in der Infobox klickt. Hier könnt ihr mal so ein bisschen sehen, was die Woche noch so ansteht. Also heute ist, wie gesagt, die Mathe-Probeklausur. Morgen sind Robin und ich bei einem Radio-Interview und am Mittwoch fahren wir nach Hause zu mir, also zu meinen Eltern. Robin hat nämlich in Leipzig ein Unimodul und ich werde am Freitag nach Dresden fahren. Da ist nämlich so ein Dreh eines Promo-Videos für eine Sache. Das werde ich euch dann alles auch noch zeigen in einem Vlog, weil ich auch vloggen werde. Genau. Ich habe mir jetzt noch einen kleinen Mittagssnack gemacht. Es war erst 11 Uhr, aber ich muss dann auch gleich in die Uni los und ich wollte halt vor der Klausur noch was essen. So habe ich mir einmal wieder so Brokkoli gemacht mit ein bisschen Butter und zwei Toastscheiben mit Käse. Leute, ich bin jetzt fertig. Ich muss sagen, es lief besser als gedacht, aber ich habe halt auch noch kein Ergebnis. Es waren 5 Aufgaben und davon konnte man 4 auswählen, also so wie es halt bei den letzten Jahren scheinbar auch war, was ganz gut war, weil da kannst du halt eine wegstreichen, wenn du so sagst, so, nee, das passt mir gar nicht. Und ich konnte auch tatsächlich nur eine Aufgabe überhaupt nicht. Die habe ich dann halt weggelassen und bei dem Rest habe ich überall was hingeschrieben. Ob das jetzt richtig ist, werde ich dann erst im neuen Jahr erfahren. Dann wird die eben eingesehen und man kann halt schauen, was man falsch gemacht hat und das dann eventuell nochmal angucken. So, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Also ich bin jetzt gerade heimgelaufen vom Griebnitzsee. Das sind ungefähr so 45 Minuten, damit ich halt heute noch überhaupt ein bisschen Bewegung bekomme, weil ich heute nicht ins Fitnessstudio gehe. Ich habe nämlich überall Muskelkater. Also in letzter Zeit ist mein Trainingsplan ein bisschen härter als sonst. Deswegen halt auch das, was ich heute früh erzählt habe, dass ich halt mehr Hunger habe, logischerweise. Weil wenn du mehr Muskeln aufbaust, dann verbrauchen die neuen Muskeln ja mehr Energie und deswegen brauchst du mehr Essen und hast auch mehr Hunger. Ja, deswegen esse ich jetzt auch erstmal wieder was. Also ich habe mir hier einen nicht so ästhetisch aussehenden Kaiserschmarrn gemacht, also meinen gesunden Kaiserschmarrn. Diesmal mit Apfel, also normalerweise mache ich den ja immer mit TK-Beeren, aber ich hatte irgendwie mal Lust auf Apfel. Und dann werde ich mich, glaube ich, erstmal noch runter ins Bett chillen und irgendwie YouTube-Videos gucken oder so, weil mein Gehirn ist einfach gerade so matsch. Also das war ja so die erste Prüfungssituation mal wieder nach über einem Jahr. Also meine Abi-Prüfungen sind ja schon über ein Jahr her. Und die erste Situation mal wieder, wo man wirklich so lange konzentriert an der Sache bleiben musste und überlegen musste. Das war mein Gehirn irgendwie gar nicht mehr gewohnt. Aber ich muss sagen, dafür habe ich es meiner Meinung nach ganz gut gemeistert gerade. Ich hoffe, dass die Ergebnisse das dann auch widerspiegeln. Aber selbst wenn nicht, es geht halt nirgendwo ein. Deswegen ist mir das dann am Ende auch egal. Also wobei, ich würde nicht sagen egal, aber wie gesagt, es hat halt kein Gewicht. Und dann ist es auch nicht so schlimm, falls es jetzt doch nicht so eine gute Note wird. Ich bin jetzt mittlerweile wieder ganz gut erholt und habe mich jetzt dazu entschieden, Brownies zu backen, damit Robin und ich morgen was zum Frühstück haben, also meine gesunden Brownies. Ich zeige euch mal, wie das aktuell aussieht. Also das ist jetzt der Teig und das Rezept ist eigentlich ganz einfach. Also da kommt eine Dose Kidneybohnen rein, dann 100 Gramm Mehl und 60 Gramm Eiweißpulver oder 160 Gramm Mehl, 15 Gramm Butter oder Kokosfett und 20 Gramm Kakao. Und das war es halt auch. Dann püriert ihr das und dann sieht es so aus. Während meine Brownies im Ofen sind, mache ich gerade noch ein bisschen Fotoalbum. Und ja, ich klebe jetzt erst die Fotos von Ägypten ein, weil ich einfach nicht dazu komme. Ich habe da irgendwie gefühlt nie Zeit dazu. Und ich finde, das ist gerade so hübsch geworden. Also hier habe ich das einfach so abgeklebt mit so einem Kreppklebeband. Und dann bin ich mit solchen Aquarellstiften da drüber gegangen, also solchen Filzstiften, die dann quasi mit Wasser vermalbar sind. Und ja, habe dann halt noch Wasser drüber gemacht, das trocknen lassen und dann das Klebeband abgezogen. Und das ist jetzt das Ergebnis. Und das ist jetzt quasi der Seitenhintergrund für diese Fotos. So, die Seite ist jetzt fertig geworden. Ich blätter euch jetzt mal noch den Teil von Ägypten durch. Also da bin ich jetzt noch nicht ganz so weit gekommen. Aber wie gesagt, die Fotos kamen auch erst vor vielleicht einem Monat an und dann habe ich halt echt selten Zeit leider dafür, obwohl ich das echt super gerne mache. Also ich finde, das ist so eins der schönsten Hobbys zum Abschalten. Ja, genau, die beiden Seiten habe ich jetzt heute noch gemacht. And that's it. Tada! Die Brownies sind fertig. Ich zeige euch mal so ein bisschen, wie die von innen aussehen, wenn ich das hier irgendwie mit einer Hand hinkriege. Ja, ich glaube, so sieht man es ganz gut.
Sind leider diesmal nicht ganz so saftig geworden wie sonst mal. Wahrscheinlich habe ich einfach zu spät gemerkt, dass ich die mal rausnehmen muss. Aber schmecken tun sie trotzdem gut. Ich habe schon mal gekostet. Ich habe jetzt gerade noch einen Mini-Lebensmitteleinkauf gemacht, also nur für die 2 Tage, die ich jetzt noch hier bin. Und zwar habe ich jetzt einmal Toast gekauft, Ofenkäse, den werde ich heute Abend essen, und dazu Rosenkohl, wie immer. Dann eine Mandelmilch oder Mandeldrink. Man darf ja jetzt nicht mehr Milch sagen, wenn es keine Kuhmilch ist. Und Skier. So, Dinner is ready. Also hier ist mein Ofenkäse. Da ist irgendwie was schiefgelaufen mit den Ecken. Die sind alle so wieder nach innen gefallen. Und hier ist mein Rosenkohl. Den habe ich noch ein bisschen klein geschnitten, weil irgendwie die Röschen teilweise so riesig waren. Okay, jetzt ist meine Linse beschlagen. Oder beziehungsweise das ist wahrscheinlich die normale Größe von Rosenkohl. Und ich habe sonst immer welchen, der so ein bisschen kleiner und mundgerecht ist. Ich habe mir heute ein paar Vlogmas-Videos von verschiedenen YouTubern angeschaut. Und irgendwie dachte ich mir so, Mensch, warum hast du das nicht gemacht? Aber auf der anderen Seite hätte ich das wahrscheinlich echt überhaupt nicht geschafft, jeden Tag wirklich ein Video zu drehen, zu schneiden und hochzuladen. Also ich habe ja teilweise so schon mit meinen 2 Videos pro Woche viel zu tun. Also das noch neben der Uni und neben dem Sport und neben dem Freund und neben den Freunden, das irgendwie alles noch hinzukriegen. Und ich habe auch echt den größten Respekt vor YouTubern, die das wirklich schaffen, neben dem Studium oder neben der Arbeit, bei Vlogmas wirklich jeden Tag ein Video hochzuladen und jeden Tag auch irgendwie was Neues in einem Video zu zeigen. Also ich finde das so krass. So Leute, wir haben im Bad angefangen und wir hören auch im Bad wieder auf. Ich werde mich jetzt erstmal unter die Dusche stellen und danach eventuell noch ein bisschen was für die Uni machen, aber jetzt nichts, was ich euch irgendwie zeigen könnte. Also ich werde einfach ein bisschen mir so Lernblätter angucken, also so, dass ich schon mal so einen überblicksmäßigen Lerneffekt habe, sage ich mal so. Weil ich mir halt einbilde, dass das irgendwas bringt. Also wahrscheinlich wird es das nicht tun. Ich weiß auch nicht. Ich mache mir bei solchen Prüfungssachen immer mega Stress. Das war auch bei meinen Abi-Prüfungen so. Da habe ich schon wirklich gefühlt vor allen anderen angefangen zu lernen. Und ich hatte dann trotzdem immer das Gefühl, dass ich es nicht schaffe oder so. Was halt nicht der Fall war. Und ich habe halt auch jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich es selbst, wenn ich jetzt anfangen werde zu lernen, nicht schaffen würde. Was halt totaler Quatsch ist. Aber ich weiß auch nicht, ich bin da einfach ein bisschen komisch und ich versuche das halt immer so ein bisschen lockerer zu nehmen und mir nicht so viel Stress zu machen, weil am Ende werde ich das halt, denke ich mal, ganz gut hinkriegen, oder ich hoffe es zumindest. Ja, wir werden es ja alle erleben. So, ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Ich habe irgendwie letzte Zeit wieder richtig Lust auf Vloggen bekommen und werde sicherlich dann auch morgen vloggen, also wenn wir beim Radio sind. Und am Donnerstag, wenn ich wieder in meiner Heimat bin, also in Sachsen, und dann da auch in Leipzig auf dem Weihnachtsmarkt sein werde und so weiter. Also ich hoffe, dass ich das alles schaffe, nicht, dass ich euch jetzt hier zu viel verspreche. Und dann vlogge ich ja auch am Freitag, wenn ich bei dem Dreh in Dresden bin. Genau, also könnt ihr euch auf ganz viele Vlogs freuen. Ja, ich wünsche euch wie immer noch eine ganz tolle Zeit und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss!